gebraucht werden. Wir haben hier wirklich kistenweise sinnvolles Material. Ja, auch sehr viele Winterjacken sind dabei, alles so Sachen, die jetzt wirklich bei diesen kalten Temperaturen, hier sind 0 Grad, gebraucht werden. Und das ist wirklich schade, dass das jetzt hier liegt, eben weil es solche Massen an Hilfsgütern sind. Es ist sehr schwer, die wirklich zu verteilen, zu koordinieren und eben weil man nicht richtig über die Grenzen rüberkommt. Also wirklich sehr, sehr schade um die vielen, vielen Spenden, die aus Deutschland hier ins polnische Grenzgebiet zur Ukraine geliefert werden.